Was kommt auf uns zu? Erstmal ist es jetzt zwingend vorgesehen, dass ein Vergütungssystem vorgelegt werden muss für die Vorstandsvergütung, aber auch für die Aufsichtsratsvergütung. Das ist wirklich neu in Deutschland. Und das muss der Hauptversammlung zur Abstimmung vorgelegt werden. Das war einer der zentralen Punkte des Vortrags von Prof. Dr. Ulrich Seibert bei der von ADA, Arbeitskreis Deutscher Aufsichtsrat und dem Deutschen Aktieninstitut gemeinsam veranstalteten Konferenz Corporate Governance und Gesellschaftsrecht. Was sagt die Aktionärsrechte-Richtlinie weiter zum Thema Vergütung? Dann regelt die Richtlinie noch allerlei, was in diesem Vergütungssystem angesprochen werden muss. Die Richtlinie sagt aber nicht, wie das Vergütungssystem konkret aussehen muss. Also es sind lauter beschreibende Vorgaben, aber keine zwingenden Vorgaben für den Inhalt des Vergütungssystems. Ich glaube, das ist schon mal eine wichtige Botschaft. Naja, das wäre seine Zustimmung zu Geschäften mit Related Parties. Das ist neu vorgesehen. Bisher hatten wir da in Deutschland natürlich keinen rechtsfreien Raum, aber wir hatten disparate Regelungen für dies und das. Jetzt soll es also alle bei allen wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen einen zustimmenden Beschluss des Aufsichtsrats geben und eine ganz zeitnahe Bekanntmachung des Geschäfts. Das wäre also eine wichtige Aufgabe für den Aufsichtsrat, insbesondere mit der Folgefrage, wie unabhängig ist der Aufsichtsrat in dieser Frage, wenn die Related Party selbst im Aufsichtsrat sitzt oder ihre Leute da drin hat. Also da werden wir uns in dem Gesetz sicherlich zu äußern müssen. Wie beurteilen Stimmrechtsberater Corporate Governance und Vergütungsfragen aktuell in Deutschland? Wir haben den Vorteil, dass wir nicht nur die deutsche Perspektive haben, sondern wirklich die internationale Perspektive. Und wenn wir jetzt in die Schweiz gehen oder in die USA, da sieht es doch dann schon wesentlich schärfer aus als bei uns. Die steigende Bedeutung von CSR war auch in der Podiumsdiskussion zur Aufsichtsratsbesetzung ein Thema. Wir werden uns alle überlegen müssen, wie wir darauf reagieren. Und mit wir meine ich alle. Also es sind wirklich die Unternehmen, das sind die Mitarbeiter in den Unternehmen, es ist die Zivilgesellschaft. Und als Aufsichtsrat ist es nun mal einfach so, dass wir uns damit auch beschäftigen müssen. Und das Unternehmen, das wir ja begleiten und dessen Wohl wir immer im Vordergrund haben, ausrichten müssen auf diese Themen. Habe ich einen kleinen Aufsichtsrat mit 3 Aufsichtsratsmitgliedern, muss ich schauen, dass ich die entsprechenden Kompetenzen auch auf diese 3 Personen verteile. Habe ich einen großen Aufsichtsrat mit 12 beispielsweise, kann ich viel gezielter einzelne Kompetenzen ansteuern sozusagen und einfordern, wie eine Kompetenz auch jetzt im Bereich von CSR, wo eine besondere Prüfungspflicht des Aufsichtsrats besteht. Also es muss auch so sein, dass da auch dann die Persönlichkeiten zusammenpassen und dass man auch gemeinsam ein gutes Team darstellt. Weil am Ende des Tages muss man auch gemeinsam die Verantwortung übernehmen und auch gemeinsam den Vorstand kontrollieren. Und deswegen ist das Thema Team, was leider in der gesamten Diskussion überhaupt gar keine Rolle spielt, eigentlich ein Thema, was sehr wichtig ist, aber was schwer zu leben ist, weil eben jeder Einzelne betrachtet wird von den Investoren. Der Aufsichtsrat selbst muss aber das Team mehr im Auge haben. Aufsichtsräte sind für uns in erster Linie Sparringspartner für den Vorstand, die nicht alles wissen müssen, aber die richtigen Fragen stellen müssen. Daher müssen wir sicherstellen, dass die Kandidaten, die gewählt werden sollen, das Geschäftsmodell, die entsprechenden Risiken einordnen können und fragen können, ob die Gegenmaßnahmen, die ein Vorstand sich dazu überlegt haben, angemessen sind. Insofern zählt für uns in erster Linie Qualifikation und Verständnis. Vorstandsvergütung als Steuerungselement. Dazu Prof. Dr. Wulff von Schimmelmann. Ich glaube, wir sehen die Vorstandsvergütung zu sehr als eine formale Frage. Für mich ist das einfach ein Führungsinstrument. Das zentrale Führungsinstrument, was angemessen sein soll, was dem Einzelnen auch das gibt, was er wirklich verdient, was die Unternehmensziele umsetzt und was auch gesellschaftlich akzeptabel ist.